Spirituelle Fallen sind das Thema dieser Videoreihe und ich begrüße dich sehr herzlich zu Teil 2. Heute geht es um Kartenlegungen, um Orakelkarten, um Orakel allgemein und darum, aus den Karten die Zukunft erfahren zu wollen. Ist ja erstmal eine coole Sache, wenn man sich denkt, ach ja, da sind so Karten und die sagen mir, was dann passieren wird und wie ich mich zu verhalten habe und was ich zu machen habe. Klingt erstmal cool. Was ist da deine Meinung zu? Was sind deine Erfahrungen damit? Hast du dir schon mal die Karten legen lassen und wie ist das für dich gewesen? Würde mich interessieren. Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Meine Erfahrungen damit sind sehr umfangreich, denn ich bin sowohl Konsumentin gewesen als auch Ausführende. Ich bin durch die Begegnung mit meiner Dualseele dazu gekommen, mir Karten legen zu lassen, da ich keinen Ausweg wusste und völlig verzweifelt war durch die immer wiederkehrenden Rückzüge meiner Dualseele. Und ich bin dadurch in eine massive Sucht geraten. Habe ich auch auf meinem Kanal ein Video zu gemacht, kannst du dir gerne mal anschauen. Ich habe wirklich viel Geld vertelefoniert und erst langsam habe ich gemerkt, dass ich damit in eine riesengroße Falle getappt bin. Und ich möchte hier gleich noch mal etwas vorneweg sagen. Kartenlegungen und Orakel sind ein wunderschönes Tool und es ist ganz, ganz toll. Ich liebe Karten, ich liebe Kartenlegungen und wenn beide Seiten, sowohl derjenige, der legt, als auch der, der konsumiert, damit verantwortungsbewusst umgehen, dann ist es wirklich etwas ganz, ganz Tolles, was unheimlich viel Hilfestellung geben kann. Nur leider ist es eben sehr, sehr häufig so, dass auch hier viel Missbrauch geschehen kann. Und das ist auch etwas, was ich persönlich selber erlebt habe, dann aus der anderen Warte. Als ich aus meiner Sucht raus war, habe ich dann angefangen, selber Karten zu legen, habe auch auf einer Hotline gearbeitet und habe auch auf YouTube hier Kartenlegungen gemacht und so weiter. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nur irgendwann habe ich realisiert, dass ich Menschen, die Hilfe gesucht haben, um aus ihren Gefängnissen auszubrechen, in neue Gefängnisse gebracht habe. Sie haben sich nämlich von mir und meinen Karten abhängig gemacht. Und ich hatte wirklich zum Schluss Frauen dabei, ich hatte nicht nur Frauen in der Beratung, aber es waren 90%, die nicht mehr ohne meine Hilfe zum Friseur gehen konnten, sondern die wirklich angerufen haben und gesagt haben, kannst du mal bitte schauen, welcher ist der Richtige? Natürlich dann immer wieder die Frage nach dem Herzensmenschen. Da haben Menschen dann zum Teil 3, 4 Mal die Woche angerufen, so wie ich das während meiner Suchtzeit auch getan habe. Und ich habe einfach gespürt, wow, da ist eine Energie, das passt nicht mehr, beziehungsweise das ist einfach nicht gesund. Und das ist etwas, wo dieses tolle Tool und dieses eigentlich wunderschöne Medium der Karten wirklich massiv missbraucht wird, um Menschen in neue Abhängigkeiten zu führen. Und ich glaube jetzt einfach mal, dass den wenigsten Kartenmedien oder den Leuten, die Karten legen, das wirklich bewusst ist. Aber es ist dann natürlich auch ein Beruf. Wenn man darauf sein Leben aufbaut, ist es dann auch irgendwann schwierig zu sagen, ey, jetzt lasse ich das halt einfach sein und mach was anderes, weil ja, damit natürlich auch Geld verdienen verbunden ist. Und es ist dann aber tatsächlich auch schwierig, den Menschen zu sagen, du, jetzt ruf mal nicht mehr an oder jetzt lass das erstmal wirken oder jetzt arbeite auch mal daran, weil sie tun es ja trotzdem. Und wenn sie es dann bei mir nicht getan haben, haben sie es woanders getan. Ich habe irgendwann tatsächlich den Schlussstrich gezogen und habe das für mich ad acta gelegt, habe mich auf der Hotline gelöscht und auch meinen Kanal hier gelöscht, weil ich für mich das einfach nicht mehr machen konnte und wollte. Aber es ist eine Falle, in die wir ganz, ganz leicht tappen können, wenn wir nicht verantwortungsbewusst damit umgehen. Wie gesagt, beide Seiten sind damit gemeint und beide Seiten haben da auch ihren Anteil daran. Und deswegen achte da bitte gut auf dich. Es ist toll, mal eine Karte zu befragen. Man kann sich auch mal eine Legung machen lassen. Nur, es ist ja auch nicht so, dass die Karten dir ganz klar sagen, wenn du dich jetzt auf deine Couch setzt und nichts tust, dann wird dies und jenes passieren.
Du darfst natürlich dann auch umsetzen, wenn dir da Tipps gegeben werden, wenn dir da gesagt wird, so schau mal, das ist die Tendenz und da kannst du an dir arbeiten. Dann nutze das als Hinweis. Dafür ist es wirklich super gut gedacht, als Hinweis, um etwas in die Veränderung zu bringen. Aber eben nicht als, das ist jetzt die Wahrheit und das wird passieren. Denn auch Karten können sich verändern, wenn du in eine andere Richtung gehst. Nichts ist in Stein gemeißelt. Und deswegen sind die Kartenlegungen, die Kartenorakel eben der zweite Grund oder die zweite Falle in der Spiritualität, wo wir ganz, ganz schnell hineingeraten können und ja, damit ein neues Gefängnis aufbauen, das unter Umständen eben auch, wie bei mir, sehr teuer werden kann. Wenn du wissen möchtest, wie du aus diesen spirituellen Fallen herauskommen kannst, dann schau unten mal in die Infobox, da habe ich ein Video zum Kauf für sehr, sehr schmales Geld und da gebe ich dir ganz, ganz viele Tipps, was du tun kannst, um zu erkennen, dass du da in eine Falle getappt bist und um dich aus diesem Gefängnis zu befreien. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du im nächsten Video, im dritten Teil dabei bist und abonniere gerne meinen Kanal, damit hilfst du mir nämlich sehr und das würde mich sehr freuen.